Hey, wunderschönen guten Tag zurück zu Lifeless Planet und wir werden jetzt mal in Richtung der Stadt da vorne marschieren. Also ich habe die Soundeinstellung mal. Die Stadt. Was geht hier vor? Ich habe die Soundeinstellung mal so gelassen, wie sie sind. Manchmal finde ich zwar, dass die Musik vielleicht ein Ticken zu laut ist, aber das ist eigentlich ganz geil für so ein Spiel, weil das doch ein bisschen Atmosphäre irgendwie gibt, denke ich. Und warum ist hier einfach mal so eine Geisterstadt? Warum? Warum ist das hier so? Da ist auf jeden Fall immer zu erfahren. What is the point of all this? Okay. I need to stay calm. Okay, 15 Jahre lang hing ich im Kryo wie ein Sack vergessenes Tiefkühlgemüse. Zumindest hat man das gesagt. Sie haben uns wirklich gut mit der erfundenen Geschichte eingewickelt. Ein anderer Planet, geeignet für menschliches Leben. Unglaublich, dass ich darauf reingefallen bin. Ich muss sie loben für die Idee mit dem Mangel an Sauerstoff. Das ist wirklich nett. Natürlich haben sie wahrscheinlich nur die Messgeräte manipuliert. Ich wünschte, ich könnte meinen Helm abnehmen. Geht es darum? Wollen Sie testen, wie lange es dauert, bis wir gegen das Protokoll verstoßen? Ich bin kein Kind, das auf einer Rakete reitet und Astronaut spielt. Was in aller Welt soll das alles? Und wo hat man meine Crew hingebracht? Ich muss ruhig bleiben, mein Kopf ist immer noch benommen vom Absturz. Ich brauche wahrscheinlich einen Arzt. Das finde ich sicher auch lustig. Das finden die sicher auch lustig. Ich muss mal eben kurz, bin sofort wieder da. So, geh weiter. Ich hatte gerade mal eben Probleme mit dem Headset. ja, also ist ja interessant, dass er glaubt, dass man hier gar keinen Sauerstoffmangel herrscht. Aber trotzdem zieht er den Helm nicht ab. Also was ist jetzt hier mit Sauerstoffmangel? Ja oder nein? Ist das ein Problem, wenn wir keine Luft mehr haben oder nicht? Gibt es hier noch mehr zu erkunden? Boah, krass, Alter. Gut, da möchte ich jetzt gerade nicht runter. Da sind noch mehr Landleitungen, so wie es aussieht. Also hier sind schon ein paar extrem coole Bilder, die man machen kann. Und wieso ist ein Haus rot? Ich schätze mal, das ist auch das, wo wir jetzt hingehen sollten. Oh. Deine Sauerstoffwerte sind normal. Okay, konnte ich damit jetzt... У меня нет слов, чтобы выразить свою гордость в связи с началом наших экспериментов здесь, в этом новом мире. Когда мне описывали зеленый огонь, это звучало неправдоподобно, как будто из мультфильма. Я и не мог представить себе, что увижу такой красочный мир. Я просто ошеломлен его красотой. И теперь нам предстоит трудный путь по оккультуриванию этой планеты на благо нашей Родины. Правительство Запада расценивает наши намерения как агрессивные. Они не признают наш суверенитет, суверенитет Советского Союза. Нами стоит так много побед. Мы дали отпор германской агрессии, стали могущественной державой и доблестно боролись за распространение коммунистических идеалов среди других порабощенных народов. Но то, что мы совершим здесь, позволит стране Советов вырваться далеко вперед и поставит нас во главе всего остального мира без единого выстрела. Мы обеспечим весь Советский Союз энергией, источники которой мы откроем здесь. И я буду стоять во главе этого свершения. Bist du jetzt fertig? Danke. Also ich schätze einfach mal, dass das jetzt hier die Originalübersetzung aus dem Russischen ist.
Ich kann meinen Stolz gar nicht genug zum Ausdruck bringen, da wir nun hier in dieser neuen Welt unsere Experimente beginnen. Als sie das grüne Feuer beschrieben, klang es künstlich wie etwas aus einer Animation. Sich vorzustellen, dass einmal eine solch farbenfrohe Welt sehen würde, ich bin überwältigt von der Schönheit und jetzt beginnen wir eine schwierige Reise, um diesen Ort im Namen unserer Heimat zu kultivieren. Die wesentlichen Regierungen, die westlichen Regierungen haben unsere Absicht für halten unsere Absichten für aggressiv. Sie glauben nicht an die Souveränität unserer Sowjetunion. Aber wir waren schon so oft siegreich. Wir haben den Angriff Deutschlands während unseres glorreichen Aufstiegs zur Macht abgewehrt und mit Tapferkeit gekämpft, um das kommunistische Ideal in anderen zerfallenen Nationen zu verbreiten. Aber was wir hier erreichen, wird die Sowjetunion an die Spitze der Welt katapultieren, ohne dass wir einen einzigen Schuss abfeuern müssen. Mit diesen Erkenntnissen werden wir die gesamte Sowjetunion mit Energie versorgen und ich werde uns zum Sieg führen. Okay, also erstmal, wenn die hier zur Erde sind, weil die glauben, die könnten die Erde neu kultivieren, wo ist dann hier die Spitze der Welt? Also wo ist dann die eigentliche Welt? Das verstehe ich nicht so ganz. Weil das hier ist doch jetzt die Erde, oder? Und wenn das hier jetzt die Erde ist, was ist dann, wo kommen die dann her? Weil wir sind doch Menschen, oder nicht? Weil ich kann ja jetzt nicht runtergucken hier unter das Ding, aber ich schätze einfach mal, dass wir Menschen sind. How is this possible? Ja, wo, fragst du mich das jetzt oder was? Wo soll ich das denn wissen? Auf jeden Fall haben die Russen hier ihre Finger im Spiel. So viel steht fest. Und wir sind ja eindeutig ein Ami. Da hinten ist irgendein Turm oder sowas. Alter, krass. Aber hier sehe ich jetzt gerade nichts mehr. Ich denke, hier haben wir alles erfahren. Zumindest gehe ich da mal von aus. Ich schätze mal, wir müssen jetzt hier weiter. Was ist das da hinten? Tour? Maybe that trackway will lead me to my crew. Ah. Okay, wir haben wieder eine Spur, der wir folgen werden. Und was ist die ganze Zeit jetzt hier mit dem grünen Scheiß? Alles, jeder erzählt hier irgendwas von grün. Ich habe hier noch nichts Grünes gesehen. Außerdem die Frösche. Und der eine scheiß Kristall war blau, ne? Also hier ist eindeutig ein Haus. Jagt das Ding mich oder was? Hallo? There you are. Are you okay? Oh man, this is messed up. Listen, you're almost out of oxygen. I'm pretty low myself. I'm gonna give you everything I can. I think there may be some air canisters in that town. Okay, you're gonna be all right now. Just hang in there, buddy. We'll figure this out together, all right? Whoa! Was war das denn jetzt schon wieder? Jetzt ist das Loch auch noch weg. Erst Betten, die auftauchen, dann Wirbelstürme, die einen verfolgen. Und jetzt irgendwas, was den vom Boden weggezogen hat. Achso, hier, das kann weg. Ja. Laborsicherheitscode Teil A. Erste Hälfte des Codes für den Zugang zum südlichen Labor 331. Entsprechend dem Sicherheitsprotokoll muss dieser Teil des Sicherheitscodes getrennt von den anderen Codehälften aufbewahrt werden. Aus dem Russischen automatisch übersetzt. Soll ich noch auflesen, ja? Okay. Ich weiß nicht, warum jetzt die Musik auf einmal so bedrohlich ist, aber... Ja,
Da gucken wir einfach nächste Folge mal weiter, würde ich sagen. Also das war jetzt schon wieder sehr mysteriös. Das habe ich schon wieder nicht verstanden. Warum macht das Spiel immer so was mit mir? Keine Ahnung. Vielen Dank fürs Alter. Kannst du mal aufhören, hier rumzubacken? Danke. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.